Ja, irgendwie ist ja gar nichts mehr los. Jetzt haben wir das Spiel von Anfang an. Wenn jetzt mal 10 Leute da wären, dann wäre es echt schön. Ja, da würde auf jeder Seite ordentlich was reinpassen. Und dann steht der Oberster ganz allein auf weiter Flur. Hoffentlich kommen noch so 2 Leute. Ich meine, es ist eine Verteidigung. Der spielt nur gegen den Schorli, Felser und mich. Und das war's dann. Ihr geht von hier rüber. So, ihr seid drüben schon unterwegs. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal hier lang und komme von der anderen Seite. Fand ich die ganzen Bots hier, wenn wir noch brauchen. Verdammt, von da aus kann ich keine Befehle geben. Das finde ich immer noch dämlich, dass ich jetzt von hier aus auf der B-Line keine Befehle geben kann. Ich traue dem Oberst zu. Erste Eroberung. Er ist auf der D-Line. Kommen wir also gleich zum Duell. Er wird schon da sein. Wir sind also vorsichtig. Keiner beim Wenden. LOL! Der war unfair. Er ist einfach verschwunden. Oh Scheiße, ich bin tot. Und noch ein Tiger dahinter. Shit, daneben. 1-3, ich kann mich gleich zurückziehen. Vorne steht Oberst. Ah, shit. Ja, das war's mit der Line. Kann mich direkt zurückziehen. Den hätte ich jetzt gewinnen müssen. Jetzt ist Jiggy da, Vinny. Ja, dann toben natürlich durch. Ja, null Gegenwehr. Na, ja, es könnte spielentscheidend gewesen sein, dass ich den verloren habe. Kommt es natürlich darauf an, ob die abziehen. Ich stehe auf jeden Fall schon mal hinten zum Block bereit. B4 haben sie. Warten, warten, warten. Easy. Schorli, pass auf, Tiger. So, ja, so ein Motorrad, du kannst damit nicht fahren, das ist einfach dämlich. Ne? So, manövrierunfähig gemacht. Drehturm ganz bestätigt, das war's für ihn. Ja, was wollen wir jetzt machen? Stundenlang im Kreis rennen? Mir ist es jetzt egal. Du bist manövrierunfähig. Und der macht dich irgendwann fertig. Der mir nicht in den Rücken schießt, der Panzer, aber ansonsten ist das mal okay.
von hier. Auch ganz dringend Munition. Au. UFO ist da! Den hat er doch eingeladen. Eisenigel, yo, yo, ist richtig. Wenn es Verteidigung ist, dann sind die Pussys auf einmal da. Wo kommen die auf einmal alle her? Robus hat doch gerufen und alle kamen. Da hätte ich dann aber nochmal getauscht, ne? Dann hätte ich jetzt gerne nochmal den Jolly drüben gehabt oder den Nim. Wenn ich mich auf einen festlege, krieg ich Ärger. Und dann bleibt erstmal sicher hinter der Wand stehen. Dachte ich, krieg beide. Und Weiß-Rot, den hat Dings auch mitgebracht. Da brauchen wir doch nichts erzählen. Komm schon. So, der Tiger ist gemobst. Da komme ich ja noch rein in den Wald, ohne erschossen zu werden. Torwart steht, ich sehe gerade keinen. Das ist echt schlecht. Schießen wir lieber. Das ist der beschissene Anlaufwinkel, den ich mir natürlich nehme. Der Entfernung wird das nichts. Nicht du. Ich wollte den unten unbedingt haben. Ich war an allen vorbei. Ja, wenn ich jetzt einen Panzer nehme, es hilft uns nicht. Das nicht wirklich. Wenn ich jetzt keinen T-34 nehme, kann ich mich gar nicht wehren. Also jetzt bei der Aufstellung dürften wir eigentlich nicht mehr gewinnen können. Ja, wir liegen noch, sag ich mal, gut im Rennen, aber wir dürften eigentlich das Spiel nicht mehr positiv bestreiten. Ja, also eventuell schaffe ich den UFO noch. Ja, und vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen kleinen. Aber dann war es das auch schon. So, gegen Oberst müssen wir mindestens 2-3 Leute schicken. Um den zu übermannen. Feuerrad als ich, aber den Unentschieden kriege ich noch. Zu spät gesehen, hat zu lange gedauert. Ja, strategischer Wechsel. Wir sind hier festgenagelt. Wir ziehen uns zurück. Ich schaff das hier nicht. Wenn der Obus hier angetobt kommt oder UFO, wenn ich einen von beiden hier nicht direkt erschossen bekommen. Ist hier nochmal durch. Wer stellt sich denn vorne hin? Dicken Panther. Alles dort zu stehen, was sie gerade brauchen. Fährt außen rum, fährt hinten rum. Wie kann man nur so viel Glück haben mit diesem scheiß Aluminium?
weiß nicht. Da hängt er vielleicht mal drin. Der Bot. Na, weißt du, wo ich stehe hier mit einem kleinen D34 oder stehst du nicht mehr da? Ach Mann, Oberst, ey. Weißt du, er steht da ganz hinten, wo keine Sau mit rechnet. Ja, Möglichkeit A oder B. Ne, Panzer 3 ist Deckung. Nee, das gibt's nicht. Hier stehen Zehntausende von Panzern. Weißt du, du wirfst den rauf, interessiert nicht. Interessiert alles nicht. Weißt du, die müssen einfach wirklich mal die Panzerung wirklich von den Panzern runternehmen. Oder die Durchschlagskraft von den Wurfminen so hart buffen, dass sie auch mal durch die Frontpanzerung durchgehen. Weil das ist echt, sonst fahren hier einfach nur noch Panzer. Das ist halt World of Tanks. Ja, dass dieses Anlaufen mal belohnt wird. Aber es wird halt nicht belohnt, es wird bestraft. Ja? Oder einfach nur, dass einer einen Panzer ziehen kann. Irgendwie so. Hi, wo wollen wir hin? Ja, beide kriegen wir nicht. Einen kriegen wir. Das ist eine gute Idee, ja, warum nicht? Es steht keiner hinten, das war's. Lock um. Das war's schon. Ja. Da sind jetzt drei Leute reingekommen, da können wir nicht gegen an. Hier können wir uns jetzt erstmal eine Verteidigung suchen. Und dann ist auch gut. Weil da haben wir dann eine kleine Chance, das jetzt noch zu machen. Eben alleine gegen Obers, da wäre das vielleicht möglich gewesen zu gewinnen. Dann noch 10 andere kommen. Wirf jetzt ja nicht eine Wurfmine hoch. Ha, Oberst! Ich habe ihn nämlich gehört. Auch wenn wir nicht mehr gewinnen können. Der Kill war schön. War aber vielleicht auch schon vorher angehittet. Nichts hinkriegen. Aber den Panzer gehen wir noch auf den Sack. Ja, und wieder. Camping for the win, irgendwo auf dem Dach.
Wir haben jetzt auch keinen Panzer mehr großartig, mit dem wir ankommen können. Ich kann jetzt hier nochmal einen großen KV ziehen. Aber den IS habe ich nicht. Ich fahre einfach zu wenig. Ich camp einfach zu wenig mit Panzer. Ja, du kriegst halt mehr Punkte, wenn du irgendwo hinten stehst, das Spiel verlierst. Ja, und ja. Darauf wartest, dass sich irgendwann mal einer blicken lässt. Ja, keine Chance gehabt. Stehen wir jetzt noch 10 Minuten hinten drin. Hallo, Vinny. Weißt du, das ist so ungerecht, sowas. Ha? Fahrzeug. Das wird jetzt nicht mehr lange dauern. Oh, was kommt jetzt? Der weiß nicht, dass ich keine Eier habe, oder? Nix, die alte Socke. Der Bot hat dich verraten. Beschwör dich bei ihm. Den nehmen wir noch mit. Oberst ist von der anderen Seite gekommen. Jawoll! Das UFO war's. Assist-Skill war das. War das oberste Panzer? Ja, wahrscheinlich hat er den stehen gelassen. Also der war da irgendwo, der stand da irgendwo rum. Ja, es ist halt scheiße, Panzer zu jagen. Es macht einfach keinen Spaß. Ja, hinter dem Panzer steht nämlich noch einer. Es ist egal, wer es macht, ne? Ja, du wirst dann halt von einem von dem anderen Panzer erschossen. Ja, wir stehen jetzt halt nur noch hinten drin. Damit Not hier noch B3 verteidigen und das war's. So lange, bis die uns dann mit Panzern überrollen. Da kommt gleich noch einer. Ich hab ihn doch gesehen. Der lädt da noch hinten. Der hat da noch gesehen, oder? Nicht da? Stellung halten. Gegen die Truppe brauchen wir nicht mehr anrücken, Freunde. Naja. Auch nochmal ein Panzer. Scheint Igelchen zu sein. Ah, ja, bist du ohne Deckung hier? Ja, dann bist du auch tot. Aber auch nur dann. Ja, wieder die übelste Panzerschlacht hier. Ist wieder einsatzbereit. Die lassen uns jetzt noch mal ein bisschen kommen, weil die Höhe ist halt schwer zu nehmen. Ja, du hast eine Anhöhe zur Verteidigung und eine Anhöhe hinten als Deckung. Also es ist besser, kommst du nicht klar. Da würde ich mir gleich noch mal UFO oder so krallen. Einer muss halt noch mal rüberkommen. Ja. So wie es aussieht, spielt Dings nicht mehr mit. Hab auch keine Lust mehr. Oder Internet, eins vorbei. Ja, das ist,
geht ja halt nicht mehr voran. B4 schwer einzunehmen. Sieht aber so aus, als wenn die nicht kommen. Also kann ich jetzt hier doch noch mal nach vorne gehen. Little Tinny. Hat gerade geschossen. Muss hier irgendwo sein. Ja, hier sind wir natürlich wieder im Nachteil, weil wir hier freie Fläche runter müssen. Und die drei Bäume, die zählen nicht wirklich. Aber Oberst. Oh, Finny. Oh ja, durch den Busch halten, das gar nicht. Dumm gelaufen. Oh, danke. Wieder ein Panzer, da geht wieder ein Panzer. Nimm! Verdammte Scheiße! Musst du gucken mit die Augen! Ja, nicht sorry schreiben, gucke mit die Augen. Ich will über die Wand kommen, Junge. Bams, Junge. Oh, der wollte auch mal einen Kill gegen mich haben. Oh Mann, ist sowas von tot. Rechts steht der Panzer. Ich begrüße sie. Da steht der Panzer 3. Er ist heute mit dabei. Ist er noch? So, da willst du nochmal. Und dann kannst du. Wie können die Jungs da noch spawnen? Wenn fucking Hero Roland daneben steht und darauf Sniper, sind noch 3-4 Leute gespawnt. Ob Spots fahren oder Spieler, ist mir sowas von scheibenegal. Oh, was? Wenn er nichts drauf hat, aber den hat er gemacht, Junge. Der Headshot, der war da. So viel eher mit den Lucky Headshots, ne? Der war nochmal der Knutschefisch. Oh, er lebt noch da drin, das gibt's ja gar nicht. 10 gegen 1 gefühlt. Chicky, wo wollten wir denn hin? Wir wollten doch nicht zu mir, oder? Nö, das wollten wir nicht. Also, wenn der Panzer 3 da drüben steht, können wir nichts machen. Müssen wir bei Gelegenheit einer wegholen. Komm, markier ihn nochmal. Zack. Das ist Jiggy. Schießt gleich der zweite. Na, habt ihr keine AE dabei oder was? Wollte ich doch sagen, irgendeiner wird doch eine AE dabei haben. Der hat nichts mehr, der Tiger. Der steht in K.O. Ja, die stehen jetzt alle mit Panzern da und wir stehen hier mit Panzern. Da kommen wir nicht mehr rüber. Das war's. Auch spawnstechnisch nicht mehr zu machen. Ich muss sogar einen Panzer ziehen. Wenn ich jetzt noch irgendwas erreichen will, muss ich einen Panzer ziehen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ja. Wir haben noch 30 Panzer. Also 26. Versuche ich nochmal schnell nach vorne durchzukommen. Ja.
Oh, zweimal weniger brauchst du nicht spielen, ne? Ja. Ufo natürlich sofort zu merken, dass er da ist. Ja, mit Fernglas rauskommen, immer sehr gut. Dings, wenn du da was siehst. Clever. Und guck jetzt nach hinten. Muss noch da sein. Natürlich Spawns. Das ist unser einziger IS-2. Aber schön, hier wird gut zusammengespielt. Ne? Also dafür, dass wir hier eigentlich chancenlos unterlegen sind. Vielleicht wäre das Spiel ein bisschen anders verloren, gelaufen, wenn ich den bei D3 zum Anfang noch gekriegt hätte. Dann wären wir vielleicht bei D4 gewesen. Ist ein bisschen besser gelaufen. So, mal sehen, ob ich hier runterkomme. Volles Risiko. Sollte eigentlich die Treppe außer die Dings außer Gefecht setzen. Yo! Ein Schuss! Mein ganzer Panzer kaputt. Ist richtig. So, wir Gegner. Eisenigel und Pinguin. Nochmal, Penny. Ah, den Bot habt ihr schön weggeholt. Oh, danke. Ist jetzt nicht die beste Waffe, aber alles, was wir haben. So, 2 Minuten noch. Ja. Ihr habt gewonnen und wir wollen nicht mehr. Ja, unentschieden! Wird er auch gesagt haben. Beide Headshot im ersten Schuss. Es ist ja wieder ein Witz, ey. Ja.
Ja, die haben uns jetzt nochmal kommen lassen, 2 Meter. Ernsthaft? Hier kreist noch ein Krieger rum. Manchmal, die fliegen so langsam. Danke, Kette hin. Beton ganz beschädigt, so. Manövrierunfähig. Das kriegen wir. Kannst aussteigen, das war's für dich. Wenn du aussteigst, bist du tot. Wenn du da stehen bleibst, bist du auch tot. Ich hab nichts mehr. Ja, du brauchst dich nicht mehr bewegen. Das hat hier keinen Effekt mehr, mein Freund. Es tut mir auch sehr leid, aber komm, ich würde sagen, den haben wir. Haben wir ja auch noch 5 Leute gebraucht. Mehr brauchten wir ja nicht. Ich hab den Oberst wenig getroffen, ne? Ich glaube, was haben wir gemacht hier? 2-2 oder sagen wir 4-2 für ihn oder wie auch immer. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, weil wir haben uns, glaube ich, bis 4-5 Mal getroffen. Ja. Ich weiß nur, dass ich 2 Mal erwischt habe und einmal habe ich einen schönen Headshot gegeben. Der wird schön. Schön aus der. Ja, schießt noch einen Bot wegen der KD. Aber sagen wir, haben wenigstens noch eine 3-1 KD. Brauchen wir nicht mehr geben. 3 Sekunden vom Ende. Hoch springen, Feierabend. Aber schön, dass noch wer da war, auch wenn das natürlich jetzt total ja, in die Hose ging. Ja, hat unserem Angriff. So hätten wir echt mal eine Chance gehabt, hier wieder was zu reißen, aber so natürlich nicht. Ah, kein super Spiel.